Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler und Interessierte am Romain-Rolland-Gymnasium und am bilingualen Zweig Interessierte, bilingualer Zweig, Französisch-Deutsch. Ich möchte Ihnen gerne einige Informationen geben, die wir normalerweise am Tag der offenen Tür vermittelt hätten, aber jetzt machen wir es halt auf diesem Weg. Mein Name ist Robert Prekel, ich bin Fachbereichsleiter Fremdsprachen an dieser Schule und unterrichte seit vielen, vielen Jahren vor allen Dingen die eher älteren Schüler in bilingualen Fächern und auch schon die in mittleren Jahrgangsstufen in, vor allen Dingen in Geschichte bilingual. Wen suchen wir als Schüler? Wir suchen interessierte, neugierige, lernwillige Schülerinnen und Schüler, also euch. Ihr müsst keine besonderen Französischkenntnisse haben. Wenn ihr die schon habt, ist das gut, aber es ist keine Bedingung. Wir nehmen natürlich auch gerne Englischschüler. Wir nehmen Schülerinnen und Schüler, die einfach gerne zur Schule gehen und Lust auf Schule haben und Lust auf Französisch haben, auf eine andere Kultur, auf eine andere Sprache, die gerne auch Mathe machen. Mathe ist kein Hinderungsgrund, im Gegenteil, wer gut in Mathe ist, ist auch ganz gut in Französisch. Wir brauchen von den Eltern hier keinerlei Vorkenntnisse im Französischen, aber wir suchen offene Elternhäuser, interessierte Elternhäuser, Leute, die bereit sind, Gäste aus Frankreich, aus der Schweiz oder sonst wo hier aufzunehmen und mit uns zu kooperieren, weil wir immer gerne an dieser Schule sehr, sehr gerne mit den Eltern und Schülerinnen und Schülern kooperieren, gerade im bilingualen Zweig. Die Bili-Klassen sind leistungsfähiger. Das klingt vielleicht bedrohlich, aber es ist eher positiv zu sehen, denn hier werden die schwächeren Schüler, die wenigen schwächeren, auch eher mitgezogen als in anderen Klassen, weil das Niveau an sich höher ist. Es lohnt sich also, bei uns auch nochmal vorbeizuschauen, reinzuschauen, zu gucken, nachzufragen und sich anzumelden für einen ganz, ganz außergewöhnlichen Zweig, denn am Ende, nach vielen Jahren, steht dann das Abi-Bac, ein Doppeldiplom, ein deutsches Abiturzeugnis und ein französisches Abiturzeugnis. Und das kann ja im Lebenslauf eigentlich nie schaden. Ich hoffe, dass wir uns wiedersehen und freue mich auf Sie und auf euch.